die Idee von dem UFO ist ja, neu zu denken. Das ist auch für uns, für das Netzwerk von Jugend forscht, sehr wichtig. Ich finde, die Stimmung ist eigentlich super. Es geht auch gar nicht so nach Konkurrenz, sondern alle reden einfach miteinander. Man guckt sich die anderen Projekte an. So wollen wir auch feiern. Ein Bundesnetzwerk Jugend forscht, das kann Merck auch. Und gemeinsam sorgen wir für ein Festival der Forscher. Die Rockstars von heute. Jugend forscht ist lebendiger als je zuvor und die Neugier wird uns weitertreiben. Die Begeisterung kommt, kann man ganz einfach sagen, von den jungen Leuten. Das ist eure Begeisterung, die mich natürlich mitbegeistert. Das entfacht das Feuer in mir, wenn man das so sagen darf. Wir befinden uns in einem der größten geodätischen Zelte weltweit. 24 Beamer sind dafür verantwortlich, für all das, was wir hier oben in der Kuppel sehen konnten. Hier ziehen wirklich alle an einem Strang, Wirtschaft, Wissenschaft, Schule und auch die Politik, um Jugendforsch zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass die Jugendlichen eben so fit werden, dass sie unsere Zukunft gestalten können. Gemeinsam haben alle Beteiligten dazu beigetragen, Jugendforsch zu dem zu machen, was es heute ist.